Ja, hallo, ich bin der Martin vom Hobbyhimmel. Gerade letzte Woche am Freitag war ich im Supermarkt vorm Gemüseregal und wollte eine Gurke kaufen. Da gab es Biogurken in Plastik verpackt und konventionelle Gurken ohne Plastik. Da dachte ich mir, wieso machen Sie mir die Entscheidung so schwer? Wir müssen alle jeden Tag viele Entscheidungen treffen. Ja? Und dabei überlegen wir uns immer, was ist denn nun sozial und ökologisch richtig? Und immer mehr Leute möchten die richtigen Entscheidungen treffen. Und das hat mich daran zurückgeführt, wo ich vor ungefähr 2,5 Jahren war. Ich war kurz davor, mir eine Kreissäge zuzulegen, nur um 4 Bretter zuzuschneiden. Und da dachte ich aber, kann ja nicht sein. 2 wichtige Informationen haben mich dann davon abgehalten. Die eine war, eine Bohrmaschine wird durchschnittlich nur 13 Minuten während ihrem Leben oder während ihrer Nutzungsdauer genutzt. Und die andere Zahl war, 10 Millionen Tonnen Elektroschrott produzieren wir jedes Jahr allein in der EU. Also kaufen konnte nicht die Lösung sein. Dann habe ich mein Leben komplett umgeworfen, habe meinen Job gekündigt, Wirtschaftsingenieur, technischer Vertrieb, nicht schlecht verdient. Bin bei Mutter zu Hause eingezogen, danke Mutti, und habe das ganze Geld zusammengenommen und habe das Hobbyhimmel-Projekt geplant und aufgemacht. Und seit Oktober gibt es den jetzt in Stuttgart-Feuerbach. Wir haben 300 Quadratmeter Werkstattfläche. Wir haben Fachbereiche Holz, Metall, Elektro, Textil, FabLab. Man findet von der Stichsäge über eine Drehbank bis zum 3D-Drucker, Lasercutter, alles, was man braucht zum selber machen, selber basteln. Hat 7 Tage die Woche geöffnet, für jeden Tag bis spätabends. Und man kann ab 2 Euro, kann man schon starten. Und genau, das ist das Projekt, wofür ich brenne. Und dadurch, wie Sie schon gesagt haben, öfter umgeschmissen, deswegen ab und zu muss man kurz mal gucken. Ja, achso, ja genau. Über 300 Leute haben den Hobbyhimmel mittlerweile schon genutzt und es werden jeden Tag mehr, jeden Tag kommen neue Leute dazu. Wie funktioniert das Ganze? Das kann man sich vorstellen wie ein Fitnessstudio. Fitnessstudio, wer hat schon einen Crosstrainer, ein Laufband, ein Rudergerät, alles im Keller? Die Leute haben nicht den Platz dafür und sie können es sich nicht leisten. Und deswegen machen wir das Gleiche mit Werkzeug oder ganz ähnlich. Weswegen machen wir das? Was ist unsere Vision? Wir wollen einfach, dass die Leute über ihr Handeln nachdenken und sich bewusster entscheiden, gerade was so Elektrogeräte angeht, und dass sie bei uns eben reparieren, recyceln, upcyclen können und Dinge, die man selber hergestellt hat, die heben einfach wesentlich länger, weil man einen emotionalen Bezug zu diesen Produkten hat. Und deswegen ist unser Ziel eben, dass jeder Mensch jederzeit Zugang zu den Ressourcen Werkstatt und Werkzeug hat und mit diesen eben arbeiten kann. Und deswegen, das ganze Projekt ist als Franchise-Konzept angelegt, das heißt, das ist jetzt die erste Station hier in Stuttgart. Wir wollen das Projekt professionalisieren, weiter ausrollen. Und wir haben noch viel vor. Und wer das mit der Gurke wissen möchte, kann mich gerne mal im Hobbyhimmel besuchen. Und ich erkläre euch, warum ich mich wie entscheide. Dankeschön.